Wozu braucht man sowas? Schön, dass wir uns wieder mal gemeinsam irgendwas Chinesisches anschauen. Und zwar ist es ein AI-Translator. Ich frage mich halt echt, wozu braucht man dieses Ding? Ja, für Reisen cool, wenn man irgendwo ist. Also theoretisch ist es ja so, ich spreche Deutsch rein und dann kommt irgendeine Sprache, die ich haben will, raus. So. In der Sekunde, wo ich auf meinem Smartphone Internet habe und in einem anderen Land bin, dann gibt es dafür auch Apps. Verschiedene Apps, und diese Apps sind oft kostenlos. Dieses Ding kostet, und zwar gar nicht so wenig, wie man glauben würde, wenigstens funktioniert es offline. Also wirklich nur eine sehr, sehr kleine Zielgruppe für dieses Ding. Ich wüsste gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Auf der Box steht ansonsten auch nicht viel drauf. Also hier steht nur Black, White, Blue. Scheinbar ist das Gerät keines von den Farben. Und hier steht Speech, Learning, Recording, Photo. What the hell, hat das jetzt auch eine Kamera? Ich bin gespannt. Ich schaue gleich einmal rein. Ich habe keine Ahnung, was mich eigentlich erwartet. Die Box ist aber, muss man ehrlicherweise sagen, echt nicht schlecht. Also ist wirklich stabil. Hier ist das kleine Gerät. Was kriegt man hier noch? Schaumstoff, sonst noch irgendwas. Das geht überhaupt nicht raus. Und hier unten hat man noch etwas. Und zwar Altpapier, welches ich dieses Mal vielleicht wirklich lesen werde, weil ich halt keine Ahnung habe, wie das Ding funktioniert. Ein Ladekabel, USB auf, Micro-USB. Schade, dass es kein USB-C hat. Und was zum Teufel ist das? Ein Ring für das, okay. Irgendein Schnellclip-Ring zum Tragen. Das ist sowas Umständliches, habe ich noch nie gesehen. Warum macht man einen Schlüssel? Es ist ja nicht mal ein Schlüsselring. Oh Gott, das ist auch Kunststoff. Na, das verliert man ja sofort. Na gut, darum geht's nicht. Es geht um dieses Schmuckstück. Und es ist in Blau und es hat tatsächlich auch eine Kamera. Dann hat man hier noch einen Displayschutz. Oh, geil. Na gut, schalten wir es mal ein. Ich habe das Gefühl, das könnte dauern, bis irgendwas passiert. Sonst können wir gleich Haptik schauen. Plastik. Ja, High-Res-Sound. Da gibt es ein paar chinesische Zeichen. Sehr schön, sehr schön. AI-Translator. Genau wie auf der Box. Ist es wenigstens? Schaut wenigstens wirklich aus, genau wie auf der Box. Also. Was ist jetzt passiert? Akku leer. So, das Ding ist jetzt hochgefahren, eingerichtet. Ich habe ein paar Erkenntnisse gesammelt. Die wichtigste Erkenntnis, wenn man sich das Ding kauft und gleich direkt auf Urlaub fahren möchte, muss man sich für Offline-Übersetzung die Sprachen zuerst mal runterladen, weil so jetzt funktioniert es nur online und dann könnte ich gleich mein Handy verwenden. Also das muss man unbedingt machen, bevor man losfährt. Ich habe probiert, mir Sprachen runterzuladen. Ich habe ungefähr 10-15 Minuten gewartet und wir haben 2% geschafft von 100. Das heißt, ich verzichte jetzt einmal auf die Offline-Funktion. Das Ding hat sogar einen Touchscreen, der gar nicht schlecht funktioniert. Und ich habe jetzt eben Deutsch eingestellt und unten Englisch. Und wenn ich jetzt hier so drücke und Hallo, mein Name ist Daniel, dann kommt schon mal das erste Problem. Er schreibt, es scheint, als hätte ich nichts gesagt. Ich habe aber ganz deutlich was gesagt. Ich habe herausgefunden, was man machen muss. Und zwar gedrückt halten. Hallo, mein Name ist Daniel. Und dann... Hello, my name is Daniel. Na bitte. Wie geht es dir? Jetzt wieder, ich habe nicht gesprochen. Wie geht es dir? How's it going? Ich meine, es ist nicht schlecht, ja? Man muss zwar ein bisschen lauter reden. Probieren wir noch eine andere Sprache. Ich habe jetzt Französisch eingestellt. Wie geht es dir? Comment ça va? Irgendwer, der Französisch spricht und zusieht, stimmt das? Mein Name ist Daniel. Ich habe nicht gesprochen. Mein Name ist Daniel. Je m'appelle Danny. Ich glaube, das stimmt sogar. Das habe ich schon mal gehört. Probieren wir noch irgendwas Ausgefalleneres wie Japanisch. Wie geht es dir? O-genki desu ka? Okay, vielleicht doch nicht. Das Online-Übersetzen funktioniert tatsächlich, hätte ich mir nicht gedacht. Es funktioniert gar nicht so schlecht. Trotzdem, fürs Online-Übersetzen brauche ich das Ding nicht und offline schaffe ich es einfach nicht, mir eine Sprache runterzuladen, weil es so lange dauert. Ich gehe aber davon aus, wenn es jetzt online so gut funktioniert hat, dass es offline auch funktioniert. Ach so, die Kamera übersetzt etwas. Okay, da kann ich ein Foto von einem Text machen und dieser Text wird mir dann
übersetzt. Er erkennt ein bisschen was und er gibt das einem dann so drüber geschrieben wieder. Ja, auch das kann eine Smartphone-App. Ansonsten ist hier nichts mehr drauf. Was ist nun mein Fazit? Nachdem man diese sprachliche Barriere mit etwas näher und lauter reden überwunden hat, dann funktioniert es online überraschend gut. Ich gehe davon aus, es funktioniert offline genauso gut. Die Sache ist, wenn man es online nutzt, braucht man es überhaupt nicht, weil eine Smartphone-App, die gratis ist, kann genau das Gleiche. Wohin reist man, wo man kein Internet hat und wo man auch keine SIM-Karte in seinem Handy hat, wo man Internet haben könnte? Wie oft braucht man das Ding dann wirklich? Von dem her, für diese paar Menschen, die es wirklich offline brauchen, cooles Ding, überraschend cooles Ding, hätte ich nicht gedacht, dass es überhaupt was macht. Für alle anderen reicht eine Smartphone-App. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.